Wo tauche ich hier auf? Ah, da oben kann ich auftauchen. Sehr gut. Hier haben wir erstmal eine Lootkiste, die holen wir uns. Ach, jetzt habe ich den in der Hand. Ey, Moment mal. Moment mal. Ich lasse mich ja jetzt hier auch nicht irgendwie von den kleinen Mistkäfern. Komm her, Digga. Komm her. Servusle, meine Lieben. Willkommen zurück zu Subnautica Below Zero mit dem Voucher und mit dem Alderle als Frau. Ich sag's nochmal dazu auf jeden Fall. Leute, eine gemütliche Runde für die Entschleunigung. Ich bin gespannt, was uns heute erwartet. Und das Erste, was auffällt, wir haben ein Signal. Emergency Supply. Da gehen wir auf jeden Fall vorbei. Uns reimt sich, Leute, und wir wissen, was sich reimt, ist gut, ne? Lass mich mal kurz durchschauen. Das kennen wir. Da müsste doch normalerweise das hier angezeigt werden. Richtig, dann machen wir gleich mal gelb. Mama gleich mal gelb, dann sehe ich das besser mit meinen alten müden Augen. Ich vermisse immer noch so den Ausstieg nach oben ein bisschen. So Leute, wir haben das letzte Mal Material gesammelt. Das sollte eigentlich jetzt hier auch nicht verderben, sondern wir bauen uns heute die Schwimmflossen, hätte ich gerne gehabt. Die waren doch hier, ne? Silicon Rubber, ein Stück. Da draußen plätschert immer irgendwas. Ich habe immer Angst, da kommt was Großes. Silicon Rubber ist gebaut. Wir gönnen uns jetzt die Flossen. Bäm, sind wir etwas schneller unterwegs auf jeden Fall. Ist ganz dienlich, weil ich sowieso manchmal das mit der Luft nicht so richtig sehe. Ich würde sagen, die ziehen wir an. Gibt es einen Unterschied, wenn ich die anziehe? So sahen die alten aus. Wo sind denn? Wir haben sie schon an. 15% sind wir auf jeden Fall jetzt etwas besser unterwegs. Das ist schon mal gut. Und ich hätte gerne den Tank gebaut, dass wir auch ein bisschen mehr Luft haben. Und für den Tank brauchten wir Fiber Mesh, Leute. Und das sollten wir uns jetzt einfach hier herstellen, weil wir haben die Creep Wine Pflanzen Samples geholt, ne? Ja, natürlich läuft es etwas flüssiger, wenn man die Klassik-Version schon mal gespielt hat, ne? Da weiß man ungefähr, was gemeint ist, aber es ist so viel schönes Neues drin. Ist der absolute Wahnsinn. Nicht das Messer bauen jetzt. Hier. Bam. Soll ich mir mal so ein Heal-Kit bauen vielleicht? Sollen wir uns nochmal Fiber Mesh holen? Beacon haben wir freigeschalten, Leute. Eine Boje, aber die brauchen wir erst, wenn wir irgendwo was finden, ne? So, jetzt haben wir 75 Luft. So kenne ich das. Standardmäßig 75 Luft zu haben, ist immer gut. Ich verbaue jetzt mal eben noch die Sachen hier. Ey, vielleicht kriegen wir uns noch so ein Healpack gebaut, weil ich weiß ja nicht, was auf uns wartet, ne? Ruckzuck brauchst du das mal. Das verbaue ich jetzt ebenfalls. Messer haben wir erstmal. Das verbraucht sich zwar normalerweise, aber das weiß kein Mensch wann. Ey, haben wir noch ein Tool offen? Scanner haben wir. Ja, da geht's schon weiter, Leute. Sulfur brauchen wir. Kristallisiertes Schwefel. Das werden wir halt jetzt die Augen aufhalten. Dann haben wir das Repair-Tool. Wer weiß, für was wir es brauchen. Bis jetzt habe ich noch keine Veranlassung gesehen. Pathfinder-Tool, das war die Tauchleine. Und dieser Airbladder. Also hier auf jeden Fall, Leute, merken wir uns Crystalline. Schwefel. Ob es Kracherfische gibt hier, Leute? Ich bin gespannt. Hier haben wir jetzt nichts. Doch, da ist auch was Neues. Richtig, die Pipe und diese Floating Air Pump, da kannst du dir dann Wasser bzw. Luft unter Wasser legen. Dann baue ich mir jetzt ein so ein First Aid Kit. Einfach zur Sicherheit. Rest lagere ich jetzt ein. War noch was? War noch was? Ja, guck mal, Computerchip haben wir jetzt auch. Dann Kabelsatz. Ist noch irgendwas dazugekommen? Glas? Lubrizent, da können wir wahrscheinlich nachher dann auch Wasser damit herstellen, oder wieder? Lass mich mal kurz reingucken. Ne, bis jetzt hier nur mit dem. Was ist denn das da? Curd Food. Ach, mit Salz natürlich haltbar machen. Logisch. Jetzt haben wir wahrscheinlich das folgende Problem, Leute, dass ich hier mein Futter nicht im Griff. Was mache ich mit den Pinguinen? Ich weiß es halt doch noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Switch Container. Jetzt hauen wir mal das alles rüber, was ich unterwegs nicht brauche, inklusive dieser Proben hier. Parenga. Bisschen Wasser haben wir. Wir machen uns gleich nochmal ein Futter. Dann haben wir die Geschichte. Scanner, Lampe. Alles super. Lass uns mal noch kurz zwei Fische fangen. Dann machen wir uns noch was zum Essen. Und dann gehen wir das Signal untersuchen. Liebe kleine Fischchen, kommt zu eurem großen Bruder. Er meint's nur gut, wenn er Hunger hat. Haben wir eigentlich schon mal die Taschenlampe ausgepackt? Nee, ne? Das mag ich an dem Spiel. Du hast einfach Bock, alles mitzunehmen. Bist du was, was ich scannen kann? Bist du was, was ich... Ein versteinerter Pilz ist das hier, Leute. Da ist einer. Wahrscheinlich ein Arktis-Bumerangfisch. Den will ich. Okay, der war schneller als ich. Gehört auch nicht viel dazu, obwohl ich die Flossen habe. Ziehst du rein? Schön. Sehr, sehr nice. Mal gucken, da gibt es bestimmt auch eine Stelle, wo du an Land kannst. Komm, pack mal das Wasser weg. Und hol dir einfach mal diese Seegurkenfische. So Augenfischle kann man sich gönnen. Und ein Blasus. Blasus.
Die bremsen auch für einen, ne? Siehst du? Die bremsen so ein bisschen. So, Leute, dann haben wir das auf jeden Fall. Dann machen wir uns jetzt kurz Futter. Wer weiß, wo es hier Salzablagerungen gibt. Diese Kreatur hier, wo ist denn die? Lass mir mal gucken. Ach, jetzt guckt sie erst, das. Ja, das ist deine Taschenlampe. Der da, Leute. Ich glaube, das ist der Kaninchenrochenersatz hier, ne? Glaube ich. In einer Gletscherspalte. Lali, lali, lalümchen. Lala, lala. Okay, zurück zum Liveboard. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier gleich Schwefel finden werden. Das ist unserer und das gelbe Signal ist unser heutiges Ziel. Gehen wir direkt mal hin, oder? Wer weiß, was wir da finden. Sag mal, haben wir den Seegleiter eigentlich noch nicht voll gehabt? Können wir hier drin prüfen, gell? So, pass mal auf. Da müsste der Seegleiter irgendwo angezeigt. Hier, ein Teil fehlt uns noch. Sollen wir uns eine Boje bauen und die einfach mitnehmen, falls wir unterwegs mal irgendwo hängen bleiben? Wir gucken mal eben. Wir bauen uns eine. Wir können sie offensichtlich bauen. Hier brauchen wir Batterie. Jetzt bauen wir mal so eine Signalboje. Die nehmen wir mit, falls ein Frack irgendwo liegt oder so, ne? So, dann haben wir schon mal die. Dann hätte ich natürlich auch, aber das machen wir auf dem Rückweg. Bauen wir uns eine Batterie. Bauen wir uns eine Batterie, Leute. Und dann gucken wir uns auch mal die Falle an. Für eine Batterie fehlt uns was? Ah, Ribbon Blender. Die können wir uns ja besorgen. Das ist gar kein Problem. Futter war jetzt eigentlich das Wichtige. Einmal von oben runter die komplette Meute. Und einen Blasus nehmen wir nochmal für Wasser und dann sind wir ausgerüstet für die erste Exploration-Runde. In Below Zero. Wobei das ganze Spiel ja schon eine Exploration-Runde ist bis jetzt, ne? Emergency Supply, das ist bestimmt gut, dass wir da jetzt hingehen. So, pass immer auf. Dann räume ich jetzt hier rüber. Das da. Den kleinen Pinguin, den lasse ich jetzt auch mal hier. Tut mir ja schon fast leid, dass ich den da weggekropft habe, aber jetzt haben wir ihn schon. So, meine Lieben, und dann essen wir gleich nochmal hier die Geschichten auf, bevor sie uns verderben. Kannst du komplett essen, Alterle. So würde ich sagen, geh mal los. Wunderbärle. Also, wie weit ist das? 400 Meter. Überschaubar, würde ich sagen. Wir haben ja Flossen. Taschenlämpchen raus. Da kaufe ich gerne Batterien. Da baue ich gerne Batterien nach, um den aufzuladen. Aber da sehen wir ein bisschen was. Was hängt denn hier rum? Bist du etwas? Wow, ist die gut gestaltet, aber die kann man auch nicht scannen. Das war aber doch auch immer so, Leute, dass das Scan-Symbol angezeigt wird, ne? Ich packe den Scanner weg, bleib auf dem Messer für die erste Reaktion, falls was Größeres kommt. Und da kommt bestimmt bald was Größeres. Bei Groß habe ich jetzt direkt das Gefühl gehabt, ich muss die Taschenlampe in die Hand nehmen. Lung. Stopp, Euderle. Wir sind ja auch zum Scannen da. Da war das Scannerzeichen. Ist uns gerade ein Fisch in die Linse geschwommen, ich glaube, ne? Okay. Ja, so leichte Ruckler hat's, aber die Auslastung scheint in Ordnung zu sein. Die guckt hier oben raus. Absicht, oder? Vielleicht ist das ein Fisch, der antäuscht. Ich guck mal. Ne, die wächst einfach nur cool oben raus. Ist ja interessant. Junger Mann. Ja, wie so ein Schwimmer, ne? Boah, geil, die Wetter. Ja, die Gewitter. Coole Geschichte. So, wieder runter. Taschenlampe an. Rechtsklick zum Ausmachen. Darf ich nicht vergessen. Dann sparen wir uns unheimlich Energie halt, ne? Sollen wir uns gleich was mitnehmen? Was liegt denn da unten noch? Ah, komm, wenn ich es schon sehe, nehme ich es mit. Und hier auf dem Hochweg gleich nochmal von denen ein paar eingesammelt. Sehr schön. So, jetzt habe ich aber gerade das Gefühl, dass wir hier ein bisschen Acht geben sollten auf uns, Leute. Vielleicht täuscht dich dein Gefühl auch. Wir werden es erleben. Dann komme ich nehme noch Quarz mit. Dann suchen wir nachher wieder Ewigkeiten nach Quarz. So. Was haben wir denn hier zwischendrin? Wer versteckt sich denn hier bitte? Violet Pew. Wir können mal gucken, ob ich die schnitzen kann. Wir können, aber das kann natürlich auch sein. Ach, schön, wie die in Rot leuchten, ne? Die alten waren natürlich gelb, war auch schön, aber dieses Rötliche auch hübsch. So, Alter. Denk dran, jetzt bist du schon eine ganze Ecke weiter raus als sonst. Weil hier gibt es ja bestimmt auch größere Tiere, Leute. So, komm, weiter geht's. Mich wundert es gerade, dass ich nicht so die Beklemmung verspüre wie sonst als schon. Aber jetzt wird es mir doch klamm. Die Frage ist jetzt natürlich,
Wo tauche ich hier auf? Ah, da oben kann ich auftauchen. Sehr gut. Hier haben wir erstmal eine Lootkiste, die holen wir uns. Das ist so komisch, wie das. High-Kapazität O2-Tank-Rezept, Leute. Wie finde ich denn das? Ich geh mal Luft holen, dann gehen wir nochmal runter. Das ist sehr gut. Dann haben wir schon mal wieder mehr Luft, ne? Oh, da geht's tief. Hast du gesehen? Da geht's voll tief runter, Leute. Oh, das wird noch interessant. So, ich tauche jetzt mal hier ab. Du weißt ja doch nicht, ob wir hier noch was finden. Oh! Ist das Heinzle? Nee, der sah nur kurz so aus wie Heinzle. Die konnte man früher auch scannen, die Sachen. Hier offensichtlich jetzt nicht. Salz nehmen wir mal mit für Haltbarmachung. Gönnen wir uns. Ich glaube, Leute, dass es hier tatsächlich einfach für die O2-Flasche der Anlaufpunkt war. Merkt ihr, wie das ab und zu so zickert? Aber ich gucke rüber. Das liegt am Code wahrscheinlich noch. Nehme ich jetzt mal an. Das haben wir auch erledigt. Wer ist denn er hier? Ist ein Pinguin, ne? Ich dachte schon, ich habe eine. Guck mal. Das sind offensichtlich. Da müssen wir auch rein. Oder kamen wir daher? Nee, nee, ich glaube, da kam er rein. Pingi, alles klar, Diggerle. Versteckt man hier unten nicht alleine. Oh, neue Fischsorte. Müssen wir gleich nochmal runter. Die will ich sehen, ne? Dann haben wir folgende Aufgabe, würde ich sagen. Dass wir den Kleider. Wir gucken nach dem dritten Kleiderfragment. Dann haben wir den Kleider gebaut. Und dann wird er uns hier irgendwann in die Tiefen führen. Wenn nicht, gehen wir selber auf Entdeckung. Den Fisch will ich nochmal angucken. Ich nehme schon mal den Scanner in die Hand. Wo war denn der jetzt? Der ist hier irgendwo an den Spalten rumgekrautscht. Da hinten ist er. Alles klar, weg, Alterle, weg! Der will nicht mit dir spielen. Den brauchst du auch nicht scannen. Da haben wir schon den ersten Angreifer. Ich drehe mich mal rum, ob er uns verfolgt. War ein kleiner Jumpscare-Moment. Junge, Junge. Ist er uns gegen die Brille geknallt? Leute, Leute, oder? Hammergeschichtle, Hammergeschichtle. Da hängt auch irgendwas. Bin schon etwas vorsichtiger jetzt im Rumsuchen. Das heißt, irgendwas eingeschmolzen, oder? Nicht eingeschmolzen. Ihr wisst, was ich meine. Junge, Junge, der sitzt mir jetzt aber doch schon ein bisschen in den Knochen, der Gute. Alterle, oder? Muss ich nachher gleich mal im Standbild angucken, den Kerl. So, jetzt müssen wir hier wieder raus. Was sind das hier für welche? Ne, das sind die, das sind die. Das sind die Beißer. Erinnere mich an die Typen, die dir. Oh, das ist der, der dir nicht durchtauchen wollte, ne? Pass mal auf, Leute. Durch dich wollte ich durchtauchen, Alter. Das habe ich mir vorgenommen. Ja, man kann. Jetzt kenne ich mal. Oh, ist der schön wie. Lasst euch nicht erschrecken, Leute. Die machen nicht viel Damage. Ich scanne den in Ruhe, dann sammle ich ihn ein. Was waren jetzt? Ach, jetzt habe ich den in der Hand. Ey, Moment mal. Moment mal. Ich lasse mich ja jetzt hier auch nicht irgendwie von den kleinen Mistkäfern. Komm her, Digga. Komm her. Pinguine, helft ihr mir vielleicht? Haben die den jetzt getötet hier? Jetzt habe ich den Pinguin eine gegeben. Das wollte ich nicht. Ach, der gibt mir Luft. Der gibt mir Luft, Leute. Jetzt habe ich es gerafft. Guck mal, die. Ollele. Pass auf, ich hole Luft. Nee. Doch, 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 der gibt mir Luft, aber jetzt gehe ich erstmal hier weg. Junge, Junge, die sind ja aggro. Kleine Mistsäcke. Erinnert ihr euch im Classic? Da waren es die Typen, die dir am Arm guckt sind. Das Geräusch ist halt übel, was die hier machen an deiner Brille. Junge, Junge. Klein, aber oho. Junge, Junge, mich erschrocken. Sehr schön. So. Tatsächlich hat sich's also schon mal gelohnt, dass wir dieses First Aid Kit mitgenommen haben, ne? Jetzt gehen wir erstmal zurück in aller Ruhe. Junge, Junge. Aber du konntest den in die Hand nehmen, ne? Ich kann mal den benutzen als Waffe. Habe ich einen eingesammelt? Ne, Pflanzensamen habe ich. Ich habe noch nicht mal im Beet, habe ich schon Pflanzensamen. Das Wasser ist auf jeden Fall toll geworden, ne? Und die Wettereffekte, die mag ich auch. Alles klärle. Junge, Junge, haben wir schon unseren ersten kleinen Schock. Babypinguin. Komm mit mir mit. Irgendwann werde ich eine Basis haben und dann wirst du da rumlaufen dürfen. Ich klaue hier die ganzen Pinguine. Aber egal, bei uns sind sie sicher. Ich hoffe, die gehen nicht kaputt im Schrank. So. Welcome home, Baby. Welcome home. Erstmal den Fisch, den Pinguin einräumen. So. Haja. Jetzt gucken wir gleich mal, was das kosten würde, wenn ich die Dings baue, Leute. Die verbesserte
Taucherflasche. Wir haben den Standard-Tank, kein Problem. Silber müssen wir natürlich auf die Suche gehen. Glas wäre kein Problem und viermal Titanium. Dann würde ich sagen, wir basteln uns schon mal die Gläser, die wir brauchen. Wir gehen gleich scannen, dass wir den Kleider uns bauen können. Und dann bin ich eigentlich schon zufrieden, Leute. Kleider scannen ist jetzt ganz wichtig. Das verarbeite ich ebenfalls gleich. Ich glaube nicht, dass ich es roh brauche. Hat er mich erschreckt? Hat er mich erschreckt, der Typi? Ist der Hammer. So, das haben wir alles verbaut. Was sagt er uns, was wir hier bauen können? Flossen haben wir schon, den Rest brauchen wir nicht. Die zweite Flasche hier, 4 Titanium und 1 Silber. Uns fehlt also prinzipiell das Silber, ne, würde ich sagen, weil Titanium kriegst du ja recht schnell zusammen. Ich räume das alles mal rüber, Leute. So. Wir haben auf jeden Fall 3 Glas. Hier haben wir nochmal 2 Quarz. Ich mache uns gleich das Glas fertig, dann haben wir das schon mal vorrätig. Dann wissen wir, was wir haben, was wir brauchen. Hammer Geschichte mit den kleinen Säcken hier, geile Geschichte. Also, das sind die Pinguine, glaube ich, die draußen futtern, ne? Das ist das Geräusch. Wir brauchen ein Silber, jetzt merke ich es mir noch ein letztes Mal, bis ich beim nächsten Mal wieder danach schaue. Tank haben wir, 2 Glas haben wir, Titanium 4, 1 Silber. Kurzer Moment, Titanium 4, 1 Silber, also wir brauchen 1 Silber, 3 Titanium, die haue ich auch mal rüber. Die Boje haben wir dabei. Also, dann gehen wir jetzt raus, Leute. Scannen nach Möglichkeit die Kleiderfragmente, wenn wir nochmal eins finden. Ich tauche einfach mal hier jetzt rum, ne? Das wird sich schon früher oder später ergeben. Wenn wir natürlich sowas finden, nehmen wir es mit. Und wenn wir sowas finden, auch. Noch 2 Titanium brauchen wir. Nimm, 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 nimm. Und die Babypinguine, die machen mir noch Sorgen, weil ich echt noch nicht weiß, was ich mit anfangen soll. Haha! Die brauche ich jetzt nicht alle einsammeln, sonst habe ich nachher unendlich viel Zeugs im Inventar. Wir könnten uns höchstens was zum Essen mitnehmen, ne? Das können wir machen. Zum Beispiel ein Augenschmaus. Was ist das da? Ich glaube, ich habe noch was gefunden. Ne, ist nochmal ein Kristall. Okay. Die Silber finden wir bestimmt da hinten, wo wir gerade waren. Quarz. Da liegt das Kleiderfragment, das dritte, Leute, wir haben es. Ich hole nur eben Luft. Dann gehen wir mit dem Kleider und Tour, ne? Und suchen mit dem Kleider die Silbererze. Ich denke einfach, dass wir da andere Ablagerungen aufmachen müssen. So wie damals auch. So, scan. Da müssen wir natürlich erstmal ein Kleider bauen. Sollten wir gleich mal gucken direkt. Was hängt denn hier so dran? Ach, ihr seid's. Ihr seid's, unser Futter. Ich habe was gehört, das war eindeutig in der Entfernung und es war nicht gerade leise. Gut zu wissen, dass es Fische gibt, bei denen man Luft schnappen kann, ne? So, meine Lieben. Schauen wir uns mal eben an, was der Kleider braucht. Entschuldigung, ich bin voll im Arktisfieber, ne? Wie ihr merkt. Ich muss mich kurz ein bisschen zusammenreißen, hab's gleich. So. Was willst du an unserer Basis? Ein kleines Ding hier, ne? So, wir gucken, was der Kleider von uns braucht. So, bist du jetzt ins Inventar? Ach ja, weil ich im Storage-Ding bin. Hier muss ich doch hin. So, meine Lieben, passt auf. Lubrikant, Kupferwire, Batterie und ein Titan. Das ist Lubri, wie auch immer man es ausspricht. Kant haben wir. Bamsle. Und wir brauchen weitest Kupferwire und eine Batterie. Irgendwas ist draußen, Leute. 2 Kupfer, also noch 1 dazu. Und 3 Kupfer und eine Ribbon. Oder waren es 2? Haben wir hier noch Kupfer? Wir haben 1 Kupfer dazu. Und die Ribbon. Wir brauchen noch ein Kupfer, da gehen wir gleich nochmal raus. Weilchen. Das reicht uns nämlich jetzt nicht, ne? Ja, wir brauchen noch 1 Kupfer, Leute. Das gehen wir kurz holen. Mhm. Auf der Jagd. Aber ihr bist ein bisschen langsam, Alter. Der ist echt schnell gewesen. Was denn hier? War man hier schon drin? Habe ich hier schon alles durchgeschaut? Ja. So, Leute. Taschenlampe raus. Also, 1 Kupfer. Hier könnte es schon drin sein. Dann haben wir es schon. Da war es nicht drin. Da könnte es irgendwo rumhängen. Hier hängt noch 1. Jupp, da haben wir es schon, Leute. Der Kleider kommt näher. Hallo?
Ich warte halt immer, dass ich die Dings finde, die Kracherfische hier. Weil wir brauchen ja auch für das eine Teil, was wir da gesehen haben, Schwefel, ne? Und letztes Mal waren die Kracherfische die Schwefler. So ist gerade schön hier. Das ist echt schön. Im Tageslicht sowieso, ne? So, Leute, bäm. Alles klar, hier muss ich nicht rein, sondern hier. Wir brauchen einmal diesen Kabelsatz oder dieses Kupferdrahtteil. Wir bauen den Kleider. Wir bauen uns den Kleider. Hier ist er, Leute. Sollen wir auf Silbersuche gehen gleich? Für die große Taucherflasche? Ich würde sagen, ja, ne? Ich gucke nochmal ganz kurz. Nicht, dass ich jetzt irgendwas durcheinander bringe. Ob wir noch mehr brauchen. Glas, Titanium ist kein Problem. Silber. Silber ist unser Mango. Für Silber müssen wir raus. Das räume ich alles mal rüber. Du kannst hier rein. Der Kleider, den mache ich da hinten drauf. So. Alles klar, Leute. Dann hauen wir ganz kurz noch den Fisch durch, dass wir noch mal ein bisschen was gefuttert haben. Ich weiß ja nicht, wie lange wir unterwegs sind. Und ich würde gerne in die andere Richtung zischen. Also nicht unbedingt zu den kleinen roten, da waren wir ja jetzt schon. Einfach mal in die andere Richtung vielleicht. Wenn ich noch mal weiß, in welche Richtung das war. Das esse ich jetzt, das trinke ich. Da müssen wir uns halt bei der nächsten Folge wieder ein bisschen Zeug besorgen. Einwandfrei, Leute. Hier würde ich sogar mal sagen, wir speichern. Okay, orientierungstechnisch in diese Richtung sind wir. Ja? Dann gehen wir jetzt in die Mimkleider. Full Energy, my friend. Okay, hat Licht. Da ist wieder so ein Ich gebe dir Luftfisch. Kann ich den anklicken mit dem Ding? Nee, doch, konnte ich, ne? Okay, wie sieht's denn jetzt aus? Das war eine andere Ablagerung, glaube ich. Was habe ich denn geholt? Ne, Titan. Gehen wir mal hier runter. Hier ist wieder eine. Boah, ich dachte gerade, hier sehe ich was ganz Großes, ne? Ist er hier? Mach mal den Kleider weg und datsch den einfach so an. Hast du Luftkohlen, ne? So, Leute, jetzt tauchen wir hier einfach mal die Stellen ein bisschen ab. Vielleicht empfinden wir. Da war wieder Kupfer. Irgendwo kommen welche. Ey, ist es schön, wie die hier so im Wasser schweben, ne, die Jungs? Das mag ich unheimlich. Mach mal die Lampe raus. Ich denke mal, dass wir jetzt in der Gegend sind und in der Tiefe, wo wir Glück haben könnten für ein Silber. Das ist keins. Ich glaube, ich bleibe hier unten, weißt du? Wir können ja immer zu ihm hier gehen. Zu ihmchen. Auch wenn er belagert wird von den Roten. Wir müssen halt immer ab und zu nach oben gucken, dass wir eine Quelle haben, wo wir auch wieder rauskommen. Falls es mit der Luft eng wird. Nee. Jetzt hier in der Tiefe, Leute, könnte ich mir vorstellen, finden wir eine andere Ablagerung. Nee, offensichtlich nicht. Wir suchen weiter. Wir werden auf jeden Fall ein Silber irgendwann finden. Propulsionskanone, Leute, haben wir gefunden. Jetzt sollten wir aber auftauchen, wegen Luft, ne? Ich gehe gleich nochmal hier runter. Vielleicht gibt es hier noch mehr Blueprints. Sind wir jetzt irgendwie an irgendeiner anderen Stelle oder so? Nee, ne? So, Alter. Ich würde Luft. Ach, das war meine eigene Hand. Jetzt bin ich von meiner eigenen Hand gerade erschrocken, Leute. Hier ist wieder was. Das haben wir schon gescannt. Das müsste jetzt Titan geben, ne? Richtig. Das kann man ja auch gebrauchen. Hier, vielleicht muss ich hier was wegknallen. Titan. Salz. Das sind wieder die Fische. Ne, Leute, das muss irgendwie noch tiefer gehen, glaube ich. Jetzt wackelt es gerade. Kann sein, dass wir im Biomwechsel gerade drin sind. Sah aus wie ein Walfisch, ne? Diese Öffnung. Ich hole mal Luft. Dim, 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 dim. Irgendwo hier werden diese Basaltdinger sein, die wir brauchen, Leute. Waren das Basalten? Es waren eigentlich diese Sandsteine im letzten Spiel, ne?
Hier ist noch ein bisschen tot im Moment. Möglicherweise ist es noch nicht fertig designt. Hier ist eine Luftöffnung, da gehen wir gleich hin. Ich guck. Brauchen wir jetzt alles nicht. Ich gehe mal hoch Luft holen, Leute. Da tauchen wir jetzt gleich ein Stück weiter rein. Möglicherweise finden wir heute auch gar keinen Quarz. Ah. Hier ist noch nicht fertig, ne? Anderer Mond aber. Egal, es kann natürlich auch sein, dass das noch fertig designt werden muss erst. Das weiß ich nicht. Was haben wir denn hier? Okay, nur eine lichte Stelle. Kann auch sein, dass wir aus dem Spiel rausfliegen, aber wir haben einen guten Speicherpunkt heute erwischt, Leute. Fischchen hat es aber hier, ne? Das kommt wahrscheinlich dann irgendwann, dieses Gebiet. Oder es kommt gleich was auf uns zu, was ich gar nicht sehen wollte. Das kann natürlich auch passieren. Hier gibt es auch keine Öffnung. Also sollten wir zurückgehen, bevor ich erstick. Flitz mal zurück, Leute. Müssen wir offensichtlich an die andere Stelle nochmal gucken gehen. Okay, hier ist der Kollege. Sehr gut, das mag ich. Okay. Huch, ich bin schon am Boden. Wir haben offensichtlich den nächsten Spot, was ganz gut ist, Leute, weil ich jetzt hier im Moment eh keine Ahnung habe, wo ich bin. Dann gehen wir jetzt zurück. Und ich nehme mal an dem Spot, an den es uns jetzt führt, werden wir bestimmt auch Silber finden. Dann bauen wir beim nächsten Mal die bessere Flasche. Bisschen zuhören tue ich ab und zu mit einem Auge. Oh, natürlich. Entschuldigung. Mit dem Auge. So, Salz habe ich jetzt auch genug gesammelt. Sieht noch jemand so einen guten Fisch hier? Da musst du nur schnell hin, habe ich jetzt gemerkt, dass die Roten dich nicht erwischen, ne? Also, meine Lieben, dann gehen wir jetzt zurück und dann verfolgen wir bei der nächsten Folge das Signal. Behalten uns im Hinterkopf, dass wir Silber benötigen. Dürfte ja kein Problem sein. Zwei Sachen krieg sogar ich mir gemerkt, ne? Der Kleider mit dem Ding ist ein bisschen unüberschaubar, finde ich teilweise hier. So würde ich sagen, so gefällt er mir. Können natürlich hier trotzdem durchsausen. Also Quarz hat es auf jeden Fall genug. Wenn wir mal irgendwas bauen können mit Glas noch, da finden wir ein bisschen was. Ja, das finden wir zurecht. Komm, das kriegen wir hin mit dem Silber beim nächsten Mal, Leute. Der Kleider zieht sich auch nicht so schnell leer, merke ich gerade. Fühlt sich an wie damals in der Early Access einfach. Einfach schön. Vor allem mit dem Wissen, dass wir jetzt ein paar Runden gemütlich haben und dass dann irgendwann neuer Content kommt und du wieder total überrascht sein wirst, was alles passiert ist. So, also, rein in die Stube. Kleiderlicht aus, Kleider weggepackt. Dann räume ich hier erstmal noch ein bisschen auf. Dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter, Leute. Erstmal alles so weit rüber. Oh, ist schon voll oder was? Nee. Ich dachte gerade, es war auch noch ein kleiner holpriger Bug. So, das läuft. Hat sie uns nicht gesagt, dass ein Emergency Supply, ne? Dann war doch, dann habe ich mich getäuscht, Leute. Ich dachte, wir haben einen neuen Spot dazugekriegt. Offensichtlich nicht. Dann schalte ich den alten mal aus. Okay, dann gehen wir beim nächsten Mal auf Silbersuche, bis wir wieder einen neuen Spot kriegen. Ist alles kein Thema. Ich freue mich auf euch, Leute. Habt noch einen wunderschönen Abend. Bis morgen oder übermorgen. Müsst ihr im Uploadplan schauen. Bis dann.